Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stranded Deep. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, in der letzten Folge waren wir sehr, sehr erfolgreich. Wir haben zum Beispiel eine Machete gefunden und eine Taschenlampe, die unzerstörbar ist, super. Und Machete geht aber leider kaputt, aber wie wir sehen, hält die wahrscheinlich ziemlich lang. Das ist das Gute. Wie schnell fällt man damit eine Palme? Das wollen wir ausprobieren. Die darf stehen bleiben für immer. Habe ich überhaupt noch eine? Ja, da hinten. Sehr gut. Ah, ist das schön. Das schafft sowieso alles mit Einschlag. Okay. Die Palme, die muss jetzt dran glauben. Ich glaube, die fällt dir genauso schnell, ne? Hält nur länger. Ja, eine Axt wäre natürlich schöner gewesen. Okay. Wir brauchen Stöcker und. Wow. Und wir wollen auch irgendwann mal eine Bude bauen. Aber ansonsten wollte ich gerne noch etwas rumfahren und gucken. Was sagt das denn, mein Öhrchen? Oh, 10 Uhr erst. Können wir doch eigentlich losfahren, ne? Blödsinn, dass wir das hier bauen wollen. So. Mach ich so. So. Was? Die ist nicht allzu stark, aber man fühlt sich wesentlich besser, wenn man eine Machete hat. Ist schon immer so gewesen, ne? Gut, ja, dann wollen wir doch mal. Wo ist unser Fläschchen? Ihr habt mir geschrieben, also ich weiß nicht mehr wer, ich muss gleich mal gucken, ich habe die Kommentare rechts auf Monitor, dass wir eigentlich alle Kisten in der Tasche nehmen können, dann haben wir ja viel, viel mehr Platz, aber das wird doch ein wirres Hin und Her geben, oder? Wenn wir nur Kisten mitschleppen. Warte mal, jetzt können wir den Hammer können wir hier lassen. Das können wir natürlich jetzt hier lassen. Meine Hand können wir hier lassen. Ne, Quatsch. Die Äxtchen. Das Kloss, das kann hier hin. Taschenlampe nehmen wir mal mit. Für den Fall der Fälle. Messer brauchen wir eigentlich ja auch nicht. Und Taschenlampe, können wir eigentlich mitnehmen, ne? Man weiß ja nie. Okay. Ist das doofe ja, dass wir die Sachen ja leer machen müssen erst. Mann, haben wir viele Äxte gemacht schon, ne? So, wenn wir da Kisten mitschleppen würden. Nicht auf dem Boot rumlegen. Okay, meine Medizinkiste, die lassen wir auch eine sein. Hier ist noch eine Engine drin. Haben wir doppelt, okay. Warte mal. So, so, so. Ja, so, Ordnung sieht anders aus. Aber meine Frau guckt mir gerade zu. Ich denke mal, sie hätte es nicht anders erwartet auf meiner Insel, dass das so aussieht, oder? Sag mich deinen Kommentar dazu. Gucken sich ein paar Leute an. Komm, sag was. Jetzt stehe ich doch da. Die glauben, du existierst gar nicht. Jetzt schüttelt sie mit dem Kopf. Sie existiert. Sie existiert wirklich. So, wartet. Da wollte ich nochmal reingucken. Geht nicht. Falscher Knopf. Okay, die können wir aufnehmen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Oh, Leder haben wir auch schon einen Batzen, wa? Okay, wir haben noch 2 Kisten schon in der Tasche, ne? Bitte warten. Nicht, dass er die immer wegwirft. So, eine Kiste, 2 Kisten, dann haben wir schon mal 6 Plätze mehr. Also 4 Plätze mehr, weil die müssen wir abziehen. Das ist eigentlich eine raffinierte Idee. Mann. Oh, Leuchtpistole. Und Sauerstoffflasche. Okay. Ich nutze diese Plätze ja schon sehr, sehr gut. Fackel. Habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Antibiotikum oder Medikament? Was heißt Vitamine? Sollen wir mal Vitamine nehmen? Gut, gar nicht. Wir müssen dafür tatsächlich krank sein. Okay. Ja, es fehlt halt das Haus noch, ne? Hier wieder das Lager. Da haben wir eigentlich genug Zeugs für. Darf man das auch ohne Hammer bauen? Ich glaube nicht, ne? Building. Viermal dieses Scrap. Das müsste eigentlich da sein. Aber ich brauche glaube ich doch einen Hammer. So. Bin gerade aufgestanden. Bin nur ganz müde. Halt in echt, ne? Und ja, crafte mal. Guck. Eigentlich hatten wir genug, ne? Wir haben hier eine. 2. Oder habe ich die schon? Ne, das sind 2, oder? So. Naja, sieht immer so aus, weil er nur... Naja, gut. Zappeli. Dafür fliegt das denn immerhin. Zappeli, zapp. So. Hammer weggeworfen. Ja, wunderbar. 3 Stück. Also, wenn wir noch eine mitnehmen, wäre nicht so schlimm. So. Hammer zu Hammer. Zapp. Wow. Und, ja, wir könnten jetzt eigentlich losreisen, würde ich sagen. Ne? Was haben wir denn noch hier so Schönes drin? Das war die Medikamentenkiste.
Holzplankenkiste. Holzplanken kommen hier hin. Ducktap und Teile für Motors. Fehlt nur noch der Tank. Das ist aber ganz einfach, den finden wir. Das sind ja Sachen, die sind natürlich ziemlich sinnvoll. Die nehme ich jetzt so mit, wie sie hier sind. So, schön. Wir sind satt, wir haben alles, wir sind glücklich. Lampe leuchtet. Essen ist safe. Wir können losfahren. Es gibt noch eine Richtung, ich glaube diese, wo wir noch nicht waren. Und da waren eigentlich die besten Sachen. Also grob in der Richtung. Unser Megaboot. Und Timmy will fahren. Tu es mir nicht an, mein seltsames, bereiftes Boot. So, gut. Ich lege hier nichts mehr drauf. Ey, das ist echt die Hölle. So, ich dachte, das wäre diese Richtung. Ne? Ja, ist natürlich jetzt schwierig. Wir fahren einfach zwischen den beiden da. Oh ne, Quatsch, da sind wir schon mal lang gefahren, oder? Ja, man könnte sich eine Seekarte malen. Ich habe bei Steam heute in Community hab einen gesehen, der hat erklärt, wie man das machen kann. Ist aber ziemlich schwer. Also man muss dann echt in Richtungen fahren und dann auch die Zeiten abnehmen und sowas. Und man braucht auch einen Kompass, den ich mal hatte und irgendwie weggeworfen habe. Wow, mein Kaffee ist kalt. Aber sowas passiert auf einer einsamen Insel. Die wirklich sehr, sehr einsam ist hier. Außer Schweinchen. Gut. Ich sehe da schon eine kleine Insel. Das heißt, also ich erahne da eine, dass wir in der Richtung fahren. Weil das irgendwo da war die mit dem roten Container, der leider, leider leer war. Und wenn man ein Flugzeug sieht, wenn es mal nicht so bewölkt ist, dann sollen wir eine Leuchtkugel in die Luft schießen. Und dann haben wir eventuell, kriegen wir so einen Loot Drop. Würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, Flugzeuge sieht man besser nachts, oder? Naja, ist ja egal. Wo ist meine Insel? Da. Werde ich wahrscheinlich mit der dann verwechseln gleich. Aber egal. Wir finden immer wieder zurück. Das ist das Wichtige. Auch ohne Kompass. So, was habt ihr denn so geschrieben? Notiz Mi Senpai. Ich weiß nicht, The Dark Eagle hat irgendwas in Englisch geschrieben. Warum benutzt du nicht deinen Kompass? Schau in deine Kiste. Da war keiner, oder? Da war noch nie so ein Kompass. Ich habe die, glaube ich, weggeschossen mit meinem Fliegeboot. Gestern war geil. Nur die Hacker waren scheiße, denke ich mal, dieses Plus-Plus. Aber das war für Nessa gemünzt. Stell doch die Lampen auf den Berg. Da sieht man doch, ja, eigentlich schon, ne? Gute Idee. Wenn wir eine Lampe finden, haben wir eine für den Berg. Okay, hallo Insel. Tschüss, Insel. Hi, Container habe ich auch schon welche gefunden, waren aber alle leer. Du kannst die Wände abnehmen, aber sonst habe ich, oh was, auch noch nicht rausgefunden, ob die zu was nützen. Eventuell kann man ja ein Hai fangen. Okay, das sieht aus, als ob wir da auch schon mal waren. Das sieht aus, als ob wir schon überall waren. Oh, ich habe dich schon vermisst, Hai. Ich habe dich schon vermisst. Okay. Diese Richtung, zwischen diesen beiden. Da hinten ist meine Heimat. Nur mal so am Rande, du kannst 10 Kisten im Inventar haben. Das sind 30 Stacks Items, die du in den Kisten lagern kannst. Somit hättest du nichts verlieren müssen, wenn du clever gewesen wärst. Boogeyman, du hast verdammt nochmal recht. Das war wirklich so. Guido. Hallo Tim, speichere lieber einmal ab auf deiner Insel. Ups. Es gibt Bugs, wo du beim Laufen in die Luft geschleudert wirst und wenn du aufkommst, bist du tot. Ist mir passiert. Schnief. Scheiße, ne? Das ist echt blöd. Und hatte eine ganze Weile gespielt und gebaut. Also lieber öfters speichern. Ich finde keine Kisten, die man tragen kann. Lachgruß. Ja, die gibt es erst in der Experimental, glaube ich. Okay, ich hoffe, wir kommen nicht zum Levelende, wenn wir hier langfahren. Ich habe eher so das Gefühl, ansonsten wäre da eine neue Insel. So, das waren alle Kommentare der letzten Folge. Ihr müsst mehr schreiben. Nein, danke an eure Kommentare auf jeden Fall. Aber mit der Kiste ist das schon sehr hilfreich. Ne? Wir müssen die ja nicht hier drauflegen. Können sie ja im Inventar tragen mit 3 Sachen drin. Das ist halt eine sehr kleine Kiste. Ne? So, seht ihr schon Bojen? Nein, ne? Ich hoffe nicht. Na, war die jetzt schon da oder nicht? I don't know. Ich schätze mal, wir werden jetzt auf Bojen zusteuern, ne? Aber noch sieht's gut aus.
Weiß ich nicht, habe ich die schon erkundet? Weiß ich nicht. Boah, ich muss meinen Monitor mit denen sauber machen. Bei so schönem Wetter und so schönen Spielen sieht man, wie dreckig der ist. Alter Schwede, ist der schmutzig. Mit was macht man am besten den Monitor? So mit Glasreiniger? So ein Hai schwimmt ja auch noch rum. Der kommt ja nie an mir ran, der kommt nicht an mir ran. Da sind Bojen, scheiße. Okay, also die Map ist gar nicht so groß. Können wir mal die Insel da erkunden, ob ich da schon mal war. Vielleicht heißen Bojen ja was ganz anderes und ich bin so doof und falle immer ran vorbei. Na, vielleicht ist ja noch unerkundet, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es fehlt nur noch der doofe Tank und den hatten wir ein paar Mal an den alten Inseln. Ist gar nicht so schlimm, wenn man alte Inseln auch nochmal durchquert und überläuft. Das wäre gar nicht so schlimm. Aber ich bin mir sicher, wir haben noch nicht alle, wie er darauf steht. Ob hier jemals ein Multiplayer kommen wird, weiß ich auch nicht. Das wäre mal interessant. Denn ich meine, so ein Koop, ne, muss ja nicht gleich ein Multiplayer mit 64 Spieler werden, ne? Also ein Koop wäre richtig geil. So mit zwei Leute, die überleben. Der eine sagt, ich gehe mal los, ich hole mal ein bisschen Holz. Und der andere sagt, okay, ich mache Essen. Man kann ja auch zu zweiten Flugzeugabsturz überleben, wenn da zwei drin gewesen wären, ne? So, aber da war ja nur eine Person, stimmt. Na, vielleicht überlebt der Pilot, der voll schlau ist und so und voll die Sachen drauf hat. So. Eine sehr nichtssagende Insel. Und es wird dunkel. Das Problem in der Experimental ist halt, dass es wirklich wenig Sachen gibt. Also die Inseln, die sehen irgendwie mal alle gleich aus, ne? Ich habe auf Screenshots bei Steam so krasse Inseln gesehen. Riesengroße Inseln. Mr. High, der war ja sehr nah. Eimer. So. Ach, da war immer mit Sicherheit schon dran. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil ich will spaßeshalber einen Motor haben. Timmy war schon hier. Da habe ich so die Kisten mitgenommen, habe ich ja sofort gemerkt. Aber leider auch nicht den Motor. Ja, das fehlt nur noch der Tank. Ey, das ist ärgerlich. Also ich will spaßeshalber den Motor haben heute. Also das will ich heute schaffen, das Erfüllchen. Und dann fangen wir an, mal häuslich zu werden auf der Insel. Also wir wollen dann Holz haben und daraus eine schöne, schöne Hütte bauen. Also die soll wirklich schön werden. Meine Anzeige hier. Trinken. Ja. Ja. Mach jetzt, ich das schon machen. Obwohl. Naja. Heute Nacht will ich ein bisschen im Himmel gucken. Während wir so rumcruisen und gucken, ob wir wirklich so einen Loot Drop abbekommen. Er klettert, er klettert. Boah, der Hai lauert richtig hier. Einfach mal diese Richtung. Da ist schon eine Insel. Richtung Sonnenuntergang fahren. Ach, wie schön. Kalter Kaffee. Aber irgendwie trinke ich gerne so kühlen Kaffee. Also lauwarm. Bestimmt findet ihr das krank. So. Da müsste es irgendwo Richtung nach Hause gehen. Die Insel sieht irgendwie groß aus, ne? Alter, was ist mit dir, Hai? Es muss ja unglaublich schwer sein, hier tief zu tauchen, ey. Wir haben zwar jetzt so eine Sauerstoffflasche, aber die wird nicht viel bringen. Die wird nicht wirklich viel bringen, oder? Weil hier ist ja tief. Und ich kann ja nicht auf blauen Dunst im Wasser hüppen. Nur wir schwimmen mal zu der, da ist ein Wrack. Bin mal gespannt, wie schnell das mit dem Motor dann ist. Wahrscheinlich genauso schnell wie beim Segeln. Das lohnt sich überhaupt nicht. Wir haben eine Taschenlampe dabei, also alles gut. Ach, ich liebe diese Sternenhimmel in Spiele. So. Aber wir suchen natürlich den Himmel ab beim... Was ist denn mit dir, ey? Ich bin doch lautlos.
Warte ab, wenn ich... Irgendwann kill ich den. Den kann man ja killen, ne? Ein paar Machetenschläge und dann gibt lecker, lecker Haifleisch. Was eine bedrohliche Wolke da hinten. Aber lecker, lecker Haifleisch gibt dann. Der ist ja nicht unzerstörbar. Ob man den mit dem Bogen auch abknallen kann, weiß ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall skurril aus, mit dem Stein da und so, nachts. Bin ja so nicht der nachtaktive Mensch hier. Aber wir brauchen einen Tank. Das Einzige, was fehlt, ein Tank und ein Stick. Aber ein Stick ist ja wohl kein Problem. Er lässt uns nicht in Ruhe. Der hat, muss Mordskohle anfahren, ey, der arme Kerl. Was ist das denn? Fässer? Guck mal, hier waren wir ja auch schon mal, klar. Aus Fässern habe ich noch gar nichts gebaut, ne? Jetzt habe ich keinen Hammer dabei. Fässer kann man nicht in der Tasche packen, weil die zu groß sind. Warum nimmt er das nicht? Den nimmt er auch gar nicht hier. Also der kann er nicht mal festhalten. Aber aus Fässern kann man so geile Sachen machen. Ich glaube, ein Fass braucht man tatsächlich für irgendwas Spezielles. Oh. Wasser gepurzelt. Na, so hält das auf jeden Fall hier. Ich hab Schiss, ne? Wegen dem doofen Hai. Was macht er denn jetzt? Da kann ich springen im Wasser, ist klar, ne? Mr. Hai, wir dürfen vielleicht nicht gerade ausfahren. Mr. Hai ist hier. Wir leben ja schon 13 Tage. Ist ein bisschen doof, dass man da nicht ankommt, ne? Da waren wir bestimmt noch nicht drauf. Ich habe Angst vor Mr. Hai. Vielleicht mit dem Boot dahin fahren. Mann. Ja, weit kann der jetzt nicht weg sein. Boot dann hier, ah dann... Scheiße, ja, jetzt kommt. Ja. Da brauchen wir so eine Zeit, bis da oben ist. Das macht die Sache ein bisschen gruselig. Na, ja, das müsste eigentlich passen. Boah, das fast lässt mich überhaupt nicht vorwärts fahren. Ist egal. Passt schon. Ich weiß nicht, ob die Batterie leer gehen kann, aber ich schätze nicht. Ist er denn? Ich will jetzt nicht im Wasser hüpfen. Wie bescheuert. Mann. Der klettert immer. Wo? Was ist jetzt los? So wollte ich das haben. Schön, ne? Können wir alle drei reinpacken gleich. Aber er klettert immer im eigenen Boot. Das ist ein bisschen seltsam. Andere Fass da. Oh, nicht so schnell. Ich vergesse immer gerne, dass man so greifen kann. Das sage ich ja auch gerade. Wie soll ich die Fässer dann bekommen? Aber so haben wir alle drei. Das ist schön. So, gut. Aus denen kann man ja irgendwas kraften, ne? Soviel ich weiß. Wichtige Sachen. Das ultra wichtige Tonnenfeuer. Also wir können nur fahren, oder? Ja. Ist genau daneben. Bum, bum. Der Hai ist für immer und ewig da. Bum, bum. Ich will fast so reinhüpfen, ne? Der Schnappe ist ja super, ey. Ein Flieger? Da ist eine Kiste. Oh nein, ne?
hätte einfach reinlaufen können. Toll. Tolles Wurst. Der kann nicht anders ran. So, da war ich nie dran, ey. So verbackt wie die ist. Ein Eimer, da ist echt nur ein Eimer drin. Ein Tank! Das kann doch nicht wahr sein, ich habe einen Tank gefunden. Schön. Jump. Okay, grob nach Hause fahren. Obwohl wir die Insel noch gar nicht abgesucht haben. Die ist nicht fremd. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, welche Richtung wir gefahren sind. Scheiße. Was sagt denn meine States? Ja, Durst. Ich glaube, wir müssen der da fahren. Also wir haben eigentlich guten Fang gemacht, ne? Hauptsache die doofen Fässer bleiben drauf. Komm mal, Riesenbrot. Nicht gut, wir hängen. Und ein Hai ist dabei. Mann! Irgendein Flieger in der Luft mal. Das wollte ich die ganze Zeit gucken. Da ist er, der Hai. Ich fahre ja ein Stück, ne? Also, wir sind nicht komplett auf Grund gelaufen. Das lässt sich so schlecht manövrieren. Ich bin halt kein Bootbauer, ne? So, jetzt scheinen wir jetzt wegzukommen. Weil wenn ich das jetzt einmal wieder anschiebe, fliegen uns die Fässer hier im ganzen Ozean rum. Alter, was geht denn kaputt mit dem Hai? Der will mich verkackeiern, wa? Das ist doch nicht tief genug hier für das Bötchen. Wo hänge ich denn? Hänge ich denn an den... Oh, jetzt hänge ich komplett. Nicht. Eine Welle hat mich gerettet. Ja, komm, ausrichten. Und auf der Welle. Nicht lenken! Der lenkt immer nach rechts. Mache ich aber nicht. So, jetzt geradeaus. Das hängen wir voll, aber die Welle macht das, rettet uns immer. Die hebt uns immer an. Der hebt uns wahrscheinlich. Der lenkt uns nach rechts, weil wir rechts aufsetzen. So, komm, Baby, Welle. Heb mich an. Da hebt mich gar nichts mehr an. Okay, wir müssen unterhalten. Schieben. Wo ist er denn? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der ist seit Anfang der Folge, seit wir auf dem Wasser sind, schwimmt er mir hinterher. Ja klar, es ist voll aufgesetzt. Fick dich, ey. Ich habe nichts gemacht jetzt, ey. Ernsthaft. Alle Fässer wieder runter. Und ich soll bis dahin schwimmen. Oh, Mann, ey. Ess die Fässer, du Arsch. Rochen. Die kann man auch töten. Wenn man halt einmal gebissen, wenn es passiert, passiert's. Wir haben ja Morphin und. Ich will aber nicht gebissen werden. Nur bum bum. Oh, er klettert. Okay. Also das ist so ein mega blöder Bug, ne, mit dem Wegfliegen. Oh, zu weit weg. Ja, irgendwann werde ich dich töten. Wie bei den Schlümpfen. Irgendwann werde ich dich kriegen. Und wird sie alle essen. Okay. Das wird passen. Nur halt ein Fass oder zwei mit. So. Nur die Eigenschaft, Fass ist rund. Es rollt. Aber nicht bei uns.
Der Hai, der bewegt sogar mein Boot. Na gut. Ja genau, wir können ja mal gucken, was wir daraus bauen dürfen, ne? Crafting. Strukturen. Hier. Hobo-Stove. Das ist ein verdammtes Hobo-Stove, aber das würde ich bauen. Brauchen wir echt nur ein Fass für, ne? Mehr haben wir nicht. Okay, auf nach Hause. Wir haben ein Fass und könnten einen Hobo-Stove machen. Und unser Hai, der ist ziemlich scharf auf uns, ne? Ich habe heute eigentlich arbeiten müssen, aber als Verfüger hat man dann entweder Glück oder Pech. Und ich hatte heute Glück, weil ich gestern so eine faule Socke war. Hätte heute tatsächlich keine Folge veröffentlicht werden können, weil ich sie nicht aufgenommen habe. Aber es ging doch. Und von da kamen wir ja gerade, ne, von der Richtung. Also müssen wir eigentlich grob in der... Also wir haben einen Tank, ne? Also wir haben ein Fass, da können wir den Hobo-Stove von machen und wir können das das Dings fertig bauen. Das Mülltürchen. Mal sehen, was wir hinkriegen. Also ich vermute, dass da Richtung nach Hause geht. Ich kann es aber nicht, also ich würde es nicht unterschreiben. Aber wir haben permanent den Hai an der Backe, ne? Ein Flieger, weit und breit. Ab und zu in der Nacht kommt er ja vorbeigeflogen, ne? Wird wohl so eine Passagiermaschine sein, die da oben im Himmel rumeiert. Und mir wurde geschrieben, ich soll mit der Leuchtkugel in den Himmel schießen, wenn er dich sehe. Dann ist das Spiel vorbei, haben wir ihn gerettet. Nein, Quatsch. Eigentlich, wenn er Loot abwirft, dann würden wir wirklich gerettet sein, finde ich, ne? Ich vermute, dass die Insel dahinter ist. In der weiten, weiten Entfernung. Boah, so eine Nacht geht ganz schön lang, ne? Wenn man die nicht verpennt. Hobo Stove. Wir bauen den gleich einfach. Eiskalt. Ey, das leuchtet schon. Das ist unsere Insel. Yippie. Bauen wir fix einen Hobo-Stove, den Motor zusammen und sind glücklich. Ich weiß immer noch nicht, wofür ein Hobo-Stove gut ist. Aber das mit der Beleuchtung ist auch schon ganz gut. Ne? Auf dem Berg wäre natürlich auch noch eine gute Idee. Mal schauen. Wir finden bestimmt noch eine Lampe. Denke ich mal, dass ein Flieger ist da hinten. So, meinen natürlichen Steg. So. Hai ist weg. Ist geklettert jetzt. Und dann wird es auch wirklich langsam Zeit, dass wir uns eine richtig geile Survival-Hütte bauen aus Buschzeugs hier. Ich weiß nicht, you need to find water. Ja, ja, ist kein Problem. Seawater. Freshwater. Kein Platz mehr. Da habe ich so fehlender Tank. Oh! Der geht doch leer, mein... Seltsam. War das Seawater irgendwo? Ja, und wie soll ich den füllen? Doof oder was? Vertrocknet! Wahrscheinlich ist er einfach nur alt, die Blume. Empty Buckets. Fresh Border. So, uns geht's wieder supi. Haben wir jetzt einen Eimer leer gesoffen. Und ja, jetzt können wir dieses Ding da bauen. Was braucht das? Ein Lagerfeuer? Was braucht ein Lagerfeuer nochmal? Jetzt werfen wir die Kisten nochmal raus. Braucht man leider nicht.
Warum habe ich eine Engine mitgenommen? Eine Platzverschwendung, nimmt eine Engine mit. So, und das ist das Fass. Wir brauchen noch das Feuerchen. Das haben wir zwar da hinten, aber ich will noch ein neues haben. Das Feuerchen kostet... einfach nur 4 Sticks, alles klar. Gar nicht so einfach, ne, bei mir auf der Insel. Keine Ahnung, warum ich den nicht auffüllen kann. Manchmal verstehe ich das Spiel den Sinn nicht. Dass einfach gar nichts geht dann manchmal. Also irgendwann haben wir die Palme doch gebammt. Geht wirklich viel schneller. Von der hat man wenigstens ein bisschen was, was Stabilität bedeutet. Oh, komm hier. So, jetzt schlafen legen lohnt sich nicht, dann ist der Tag nämlich schon zu alt. Den müssen wir echt durchmachen. Krass, ne? Geht ganz schön auf seine Müdigkeit. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, guck mal. Spoilert. Spoilert. Und weg damit. Dann übergibst du dich nur. So, dann bauen wir jetzt das Ding hier hin. Ich hoffe, das ist nicht zu nah am Wasser oder so. Ach, das ist das mit den Steinen. Brauchen wir nur 3 Steine. Halte die Klappe da oben. Und dann, wie finde ich jetzt 3 Steine? Flieger? Ich habe so ein Fliegergefühl gerade. 3 Steine. Das darf jetzt nicht sein, dass wir keine... Nein, wir haben nur 3 Steine. Wir haben noch 3 Steine. Ja. 2. Da hatte ich noch eine Folie rum. Die Nummer 3. Mann, die ganze Nacht durch mal locht haben wir hier. Immer sogar einen 4. finden wir sogar. Ha. Und einen 5. Ein Steinsegen. Also, du willst auf jeden Fall jetzt dieses da. Den Steinring rum haben. Haben wir denn ja alles gemacht schon, ne? Struktur. Hobo. Ein Grill. Wie geil ist denn das bitte? Oh, Fleisch. Okay, Motor. Der wollte noch einen Stick haben, wenn mich nicht alles täuscht. C. Hä? Wo kann ich denn den bauen? Hab ich jetzt vergessen. Das ist diese Sache, die man sich nicht ganz so häufig anguckt. Tools. Gebäude, Rafts. Da. Ein Seil. Hab ich. Seil und ein Stick. Die Sonne geht auf. Das ist ja alles ganz, ganz, ganz easy für uns. So. 3, weil einen liegt da noch. Und ein Stiggi. Oh, das muss mit dem Macheter voll gut gehen. Da ist er. Da haben wir unser Mütterchen. Und wir haben sogar einen Kanister Sprit. Das werfen wir jetzt mal hier so eiskalt hin. Wir haben alles da. Wir haben alles da. Farming Rafts. Einmal. Aber es geht nicht, weil ein Hammer fehlt wahrscheinlich. Och Mann, ey, das ist aber auch immer irgendwas, ne? So. Geht das aber, wenn man so weit weg wegläuft, ja, ne? Das sieht auf jeden Fall exakt wie früher aus.
Das große Boot. Früher habe ich so viele Teile gefunden, weiß ich noch. Da habe ich doch sogar... Da habe ich ja sogar mehrere an eins gebaut. Wir sind nicht auf dem Boot drauf. Das ist wieder so der Fehler. Natürlich eine kleine Testfahrt machen. Falsch gebaut. Das ist aber nicht so schlimm, aber... Wie dumm. Laut. Schwein. Das war sehr, sehr dumm, Tim. Das hat man jetzt aber so nicht gesehen, dass er das so snappt. Wie dumm ist denn das bitte? Na gut. Da ist unser Meteorchen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.